Man führte Jesus zu Pontius Pilatus, einem der grausamsten aller römischen Statthalter, auf dessen alleinigen Befehl Tausende gekreuzigt worden waren. Was wollt ihr denn von mir zu dieser frühen Stunde? Wir wissen, dass dieser Mann unser Volk verführt. Er hat auf dem Markt einen Aufstand verursacht. Welche Strafe soll er erleiden? Verurteile ihn! Ich sehe keinen Grund, diesen Mann zu verurteilen. Gar keinen. Wir befanden ihn für schuldig. Er hält das Volk davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Ein König? Sag, bist du der König der Juden? Du sagst es. Er begann in Galiläa und nun ist er hierher gekommen. In Galiläa. Ist dieser Mann ein Galiläer? Dann soll sich doch Herodes der Sache annehmen. Er hält sich doch noch in Jerusalem auf. Ja, bringt ihn zu Herodes. Ja.